Neue Wege gehen, das wollen die Freiheitlichen. Das betonten sie beim Neujahrestreffen in Meran klar und deutlich. Neue Wähler gewinnen und vor allem die Alten zurückerobern, das will die Freiheitliche Partei. Denn sie hat bei den Landtagswahlen im Oktober 2/3 der Wähler von 2013 verloren. Richten soll es jetzt unter anderem ein neues Programm. Wir haben einen Reformprozess eingeleitet, wo wir jetzt in den nächsten Wochen auch abschließen werden. Und wir werden auch einen außerordentlichen Parteitag machen. Denn falls es statuarische Änderungen gibt, dann können wir diese dann beim Parteitag machen. Ich werde auch diesen Prozess abwarten, um den neuen Generalsekretär dann vorzuschlagen. Denn es ist mir wichtig, dass wir diesen Prozess, diese Maßnahmen gemeinsam machen, damit die Freiheitliche Partei wieder zur alten Stärke zurückfindet. Die notwendigen Veränderungen herbeiführen will man dank einer offenen Arbeitsgruppe, die auch die Organisation und Struktur der Partei neu überdenken will. Doch wie sehen die Freiheitlichen das vorgelegte Koalitionsabkommen von SVP und der Lega? Das nun vorgelegte Programm der künftigen Koalitionspartner ist sehr, sehr schwammig gehalten. Und es gibt gute Ansätze darin, das steht außer Frage. Aber ein Programm in dieser Form hätte jede Partei in diesem Land unterschreiben können. Und es wird an den Oppositionsparteien liegen und auch an uns Freiheitlichen, ob wir hier dieses Programm dann auch effektiv mit Inhalt füllen können. Sicher ist, dass Florian von Arch nicht mehr Parteisekretär sein wird. Dieser soll in 2 bis 3 Wochen ernannt werden. Es läuft auf ein Duell zwischen Otto Marknecht oder Lukas Vohr hinaus. Nun heißt es aber erstmals für die Partei, die bereits im alten Jahr begonnenen Reformen abzuschließen. Und dann denkt man schon an die EU-Wahlen. Dort wollen die Blauen die Wähler wieder erreichen.